Kommst du mal hier? Momo. Komm. Komm. Brava. Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben heute einen richtig sonnigen Wintertag, aber auch einen richtig, richtig kalten. Vielleicht hört ihr den Wind so ein bisschen. Ich will heute reiten, wenn der Reitplatz das hergibt. Mal schauen, natürlich relativ gemütlich, weil es wirklich, ich glaube, noch fast minus 10 Grad hat jetzt um 10:30 Vormittag. Es ist richtig, richtig eisig. Und ein bisschen Beauty machen wir heute noch. Ja, danke schön. Pony. Ein bisschen Beauty wollen wir machen. Dann starte ich direkt mal mit Putzen und Mesh herrichten. Gell? Dass du nachher was zu futtern hast. Der Wind ist echt schlimm wieder. Mir frieren jetzt schon die Fingerspitzen ab. Ich muss mir nachher zum Reiten auf jeden Fall meine wärmeren Handschuhe anziehen, aber die sind halt so klobig, dass ich beim Putzen irgendwie kein gutes Gefühl habe, also nicht genug Gefühl. Mein Putzkoffer steht übrigens aktuell jetzt unter dieser Bank hier. Muss ich ihn nämlich nicht mehr tragen. Ich bin hier schon am Putzplatz jetzt. Momo steht hinter der Kamera. Das ist echt praktisch, weil so muss ich nicht so viel Sachen umtragen, nur den Sattel halt nachher. Momo verliert einfach noch fast kein Fell, andere sind schon mega im Fellwechsel und Momo verliert so ein paar einzelne Härchen. Das war's auch. Ich hoffe, dass es dann bald mal mehr losgeht, weil der Frühling soll ja schließlich kommen. Ich kann den Winter echt nicht mehr sehen. Ich werde hier eben die Mähne mal ein bisschen gerade schneiden. Ich habe sie erst geschnitten, aber hier sieht man, dass noch ein paar länger sind. Das kommt dann irgendwie erst nach ein paar Tagen. Wenn man die wieder ordentlich durchkämmt, dann sind immer wieder so ein paar längere Strähnen dabei. Deswegen begradige ich die jetzt nochmal. Momo schaut die ganze Zeit ganz gespannt aus dem Fenster, weil da die Franzi mit dem Vicky auf dem Platz arbeitet. Das ist wie Kino hier, gell, Pony? So. Jetzt ist es ein bisschen besser, wenn ich so die Mähnen-Schneide-Expertin, zumal Momos Mähne auch so wellig und wirbelig ist irgendwie. So. So, wir sind auf dem Reitplatz. Ich habe jetzt mein Handy, weil ich mit dem Pio filmen werde dann. Ich habe übrigens wieder meine hübsche Sturmhaube auf, weil es einfach so viel wärmer, wenn man die Nase hier so bedecken kann. Hier steht jetzt schon der Pio bereit. Da kommt dann nachher das Handy rein. Aber ich werde jetzt erst ein bisschen warm reiten und dann nachher erst für euch filmen, wenn wir quasi zu arbeiten anfangen, was ja heute gar nicht so enorm geht, weil es einfach so kalt ist und der Boden halt auch so ein bisschen schwierig, aber sehen wir dann, wie gut es geht. Hier mache ich euch mal wieder ein Voice-Over. Der Boden ist wirklich ziemlich schlecht zurzeit. Ich habe Momo auch die Hufschuhe nach ein paar Runden angezogen beim Aufwärmen, weil ich gemerkt habe, dass er einfach sehr
wackelig läuft und dass es ihm halt unangenehm ist. Er ist hier, wie gesagt, schon ein bisschen warm. Wenn es so kalt ist und der Boden so hart ist, mache ich einfach ein paar Lockerungsübungen, sage ich jetzt mal. Am Anfang trabe ich natürlich normal. Hier hebt sich Momo auch noch ein bisschen raus. Das ist irgendwie ganz normal, wenn wir so anfangen. Da wird er erst mit der Zeit lockerer. Dann reite ich viele Übergänge. Auch die sind am Anfang eher noch etwas holperig. Aber das wird dann normalerweise im Laufe des Trainings besser. Ich schaue auch ganz viel, dass ich übers Gewicht reguliere und da halt nicht zu viel mit den Schenkeln treiben oder mit den Zügeln bremsen muss. Hier hat er den Kopf jetzt relativ schon unten gelassen. Meine Zügel sind hier ja eben lang. Dann habe ich auch die Hand gewechselt. Auf der rechten Hand hebt es sich noch viel mehr raus. Das liegt an meinem rechten Schenkel. Den mag er nicht so gerne auf der rechten Hand. Der ist einfach sehr sensibel. Ich holpere auch auf ihm mehr rum, weil er einfach allgemein nicht so geschmeidig läuft. Und da mache ich das so, dass ich die Zügel beide in meine linke Hand nehme. Mit der rechten Hand nehme ich nur mit zwei Fingern so den Zügel und spiele einfach immer so innen ein bisschen und drücke seinen Hintern mit meinem inneren Schenkel so ein bisschen raus. Und dadurch wird er einfach relativ locker mit der Zeit, merkt, dass weder der rechte Zügel noch der rechte Schenkel eigentlich schlimm sind. Und ihr seht, hier kommt er immer weiter runter, wird entspannter. Er läuft zwar auch relativ langsam, aber das ist mir in dem Moment jetzt relativ egal. Hier reite ich ihn jetzt wieder ein bisschen mehr vorwärts, flotter vorwärts, damit er einfach ein bisschen mehr aus der Hinterhand wieder schiebt. Das kann er eh nicht so gut, konnte er noch nie. Und deswegen, ja, schaue ich, dass ich das immer wieder mit einbaue. Dann habe ich auch noch ein paar Seitengänge gemacht, bisschen Schenkelweichen. Die Seite funktioniert relativ gut, also vom linken Schenkelweichen quasi. Da reagiert er relativ fein. Hier war so ein bisschen zu weit abgestellt. Hier mache ich dann auch noch im Schritt Schenkelweichen und zum Beispiel auch Schulter herein. Da fußt das innere Hinterbein in die Spur des äußeren Vorderbeins, also ist ein bisschen nach innen gestellt. Hier seht ihr jetzt Schenkelweichen nach rechts, also vom rechten Schenkelweichen. Da achte ich nur darauf, dass er sich nicht zu sehr nach rechts stellt oder biegt. Das fällt ihm nämlich super schwer und deswegen mache ich das auch nicht im Trab. Hier habe ich dann eben wieder geschaut, dass ich ihn auch auf der linken Hand noch ein bisschen schneller vorwärts oder fleißiger vorwärts reite, damit er nicht nur so stark auf der Vorhand rumlatscht. Ja, fällt uns aber allgemein ein bisschen schwer, dass er besser untertritt. Und zum Schluss bin ich einfach noch am langen Zügel ein bisschen getrabt und dann waren wir auch fertig. Insgesamt hat es so circa, ich glaube, eine halbe Stunde oder so gedauert, was wir geritten sind. Es ist so kalt, dass sogar der Saba an Momos Tastan einfriert. Das ist echt Wahnsinn. Sieht so lustig aus und irgendwie auch ein bisschen süß. Gell, Pony? Und du bist jetzt müde nach dem Reiten. Ich zieh jetzt direkt diese Mütze aus. Sie sieht einfach so bescheuert aus, die Sturmmütze. Hallo Mizi. Sie legt sich immer, egal wie klein das Teil ist, das da auf dem Tisch liegt, ob es Handschuhe sind oder eine Mütze oder ein Stirnband, und sie legt sich immer da drauf und macht sich ganz klein, dass sie da auch schön drauf passt und sich einkuscheln kann, gell? Das magst du gerne. So, die Mütze brauche ich jetzt aber wieder. Mietje, es ist nämlich kalt, sehr kalt. Ich hole jetzt auch direkt Momos Abspitzdecke. Ich drehe euch mal. Und Momos Rückenwärme. Ich habe ihn auf Instagram schon gezeigt. Den habe ich selbst gemacht. Da ist Dinkelspelz drinnen. Das kenne ich aus Yogakissen. Und das wärmt sich selber auf und hat auch viele positive. Mietje! Hallo, weg da. Die Dinkelspelz wärmt sich selber auf und hat auch viele positive Eigenschaften. Da ist zum Beispiel viel Kieselsäure enthalten, ist halt gut für Muskeln, Gelenke und so weiter. Der ist 85 x 1,10 Meter groß und den lege ich Momo manchmal vor, manchmal nach dem Reiten auf. Je nachdem, ob ich möchte, dass der Rücken vorher schon ein bisschen warm wird vor dem Reiten oder vor der Bewegung oder ob ich möchte, dass er sich nach dem Reiten so ein bisschen regenerieren kann. Und manchmal lege ich ihn auch vorher und nachher auf, ganz egal. Und ich lege dann auch immer eine Abschlussdecke hinten drauf. I saw you from across the room. When I
Jetzt steht eben noch ein bisschen Wellness an. Ich werde einmal Momos Mähnenkamm und Schweifrübe mit dem Haarwurzel Liquid einreiben und Momos Hufe mit dem Huflab einfetten. Das ist das Etikett nur unten. Das war nämlich außen auf der Folie drauf, wo es verschweißt war. Ausgekratzt habe ich die Hufe schon. Momo scheuert sich zwar jetzt noch nicht, aber ich fange halt einfach gern schon im Winter mit der Pflege an. Wenn die Haut da schon gut gepflegt und nicht so trocken ist, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung für den Frühling, dass dann das Ekzem einfach vielleicht nicht so schlimm wird. Und ich nehme die Mähne auch immer auseinander, damit ich auch wirklich die Haut erwische und nicht nur alles irgendwo an den Haaren verteile. Das ist etwas aufwendiger, wie wenn man das einfach einmal drüber schüttet. Aber so kann man zumindest sicher sein, dass es auch an die Haut gekommen ist. Ich arbeite mich da auch wirklich bis zum Shop vor, weil da schubbert es sich im Sommer eben auch gerne. Und deswegen pflege ich das natürlich genauso mit. Dann geht's noch an die Schweifrübe. Auch hier arbeite ich mich Stück für Stück durch. Ich teile hier so ein Stückchen ab. Mache dann hier das drauf. Teile hier das nächste Stück ab. Und so weiter und so fort. Nochmal gut einmassieren, dann passt das auch. Vielleicht macht das gleich nochmal, aber er kaut und schlägt immer ganz viel, wenn er den Rückenwärmer drauf hat. Jetzt seht ihr es wieder. Also ich glaube, das tut ihm schon richtig gut. So die Maul, die Lippen oder das Maul zittert auch immer so ein bisschen. Also ist halt einfach ein Zeichen, dass ihm das gut tut und dass er es gerne mag. Immer ganz schön zu beobachten. Ich muss mal auf die andere Seite. Dann seht ihr das vielleicht besser. Wie seine Unterlippe so ein bisschen wackelt, schlägt er wieder Kraut. Tut dir gut, gell, Pony, der Rückenwärmer. Ich werde Momus noch sein Mäh springen. Er darf jetzt hier einfach stehen bleiben mit Decke und Rückenwärme und darf sein Mäh futtern. In der Zeit werde ich draußen noch die Paddocks abmisten. Die Franzi war nämlich herin schon fleißig, also hier ist schon alles fertig. Nur draußen muss eben noch gemistet werden und ich werde das jetzt nicht extra filmen, weil ich habe das in den letzten Videos so oft schon gezeigt. Und ich denke, ich muss das jetzt nicht in jedem Video irgendwie zeigen, weil das ist ja immer das Gleiche. Im nächsten Video kann ich es dann gerne wieder machen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr, wenn ich im Stall bin, immer gerne alles sehen würdet, was ich so mache, auch wenn es oft mal dann das Gleiche ist oder ob ihr nur die besonderen Sachen sehen wollt, wie jetzt heute das Reiten und Beauty und so, könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie euch das lieber ist. Also ich hole jetzt Momos Futter und kümmere mich dann um die Paddocks draußen. Momo ist gleich fertig mit dem Futtern. Er ist gerade noch dabei. Ich habe fertig abgemistet und es ist einfach so anstrengend, wenn die Pferdeäpfel so festgefroren sind und allgemein so hart sind. Ist so anstrengend. Und kennt ihr das, wenn der Schnee schon nicht mehr so knatscht, wenn man draufsteigt, sondern wenn der schon so richtig quietscht, weil es so kalt ist, dass die so extrem gefroren sind, die einzelnen Schneeflocken. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es ist so kalt, dass der Schnee quietscht und nicht mehr so knatscht, wenn man draufsteigt. So, Pony. Wie sieht's aus? Bist du fertig? Schaut so aus, gern. Ich habe jetzt hier extra am Halfter gelassen. Wenn der einmal leer ist, dann rennt er immer zum Heuballen und so. Jo, ich schläg's noch aus. Ja, am Rand ist auch noch was.
your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. So, stopp. Stückchen zurück. Ja, Momo darf jetzt wieder zurück in den Stall. Wir sind fertig für heute, gell? Ich hab's mich nicht um. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich werde hier nur noch aufräumen, ein bisschen klar Schiff machen und dann geht's für mich auch nach Hause. Schaut auch gerne bei uns auf Instagram vorbei, dann verpasst ihr nichts mehr von unserem Stallalltag und bis zum nächsten Video. Muah.